Herzlich willkommen zu den Grundlagen des Online-Bankings. Nach diesem Video wissen Sie, wie Sie sich einen Überblick über Ihre Finanzen verschaffen, wie Sie Überweisungen und Daueraufträge tätigen und wo Sie Ihre Kontoauszüge und persönlichen Mitteilungen im Online-Banking finden. Beginnen wir damit, uns in das Online-Banking anzumelden. Sollten Sie sich das allererste Mal anmelden, empfehle ich Ihnen unser Video zur Ersteinrichtung. Ansonsten nutzen Sie jetzt einfach Ihre Anmeldenamen und Ihr selbst erstelltes Kennwort, um sich einzuloggen. Jedes Mal, wenn Sie sich hier anmelden, landen Sie auf der Startseite des Online-Bankings, dem Finanzstatus. Hier sehen Sie untereinander aufgelistet alle Ihre Konten und die aktuellen Kontostände sowie eine Gesamtsumme, die alle Kontostände vereint. Direkt über die Hauptfunktion unter Ihrem Girokonto können Sie sich sowohl die Umsätze anzeigen lassen, als auch eine Überweisung tätigen und Daueraufträge einrichten. Beginnen wir mit dem ersten Symbol, den Umsätzen. Hier können Sie sich alle Umsätze und Vormerkungen auf dem jeweiligen Konto für einen Zeitraum Ihrer Wahl anzeigen lassen. Durch das Anklicken eines einzelnen Umsatzes können Sie sich detaillierte Informationen dazu ansehen oder zum Beispiel eine Lastschrift direkt aus dem Online-Banking heraus zurückgeben. Das zweite Symbol steht für Überweisungen. Hier geben Sie alle bekannten Daten aus der Ihnen vorliegenden Rechnung ein. Den Namen des Empfängers, die IBAN, die Summe und auch einen Verwendungszweck, wie zum Beispiel eine Rechnungsnummer oder ähnliches. Wenn Sie nun auf Weiter klicken, sehen Sie noch einmal eine Zusammenfassung der von Ihnen eingegebenen Daten, die Sie prüfen können, bevor Sie mit Weiter eine TAN-Nummer anfordern. Nach der Eingabe der TAN wird Ihnen noch einmal bestätigt, dass alles geklappt hat und Sie kommen wieder zurück in den Finanzstatus. Als nächstes haben wir die Daueraufträge des ausgewählten Kontos. Direkt in der Übersicht aller regelmäßigen Aufträge können Sie sich über die Schnellwahlsymbole detaillierte Informationen anzeigen lassen, den Auftrag aussetzen, löschen oder ihn bearbeiten. Sollten Sie einen Auftrag bearbeiten oder gar einen neuen anlegen wollen, sieht die Maske ähnlich aus wie bei den Überweisungen. Sie geben einen Empfänger und seine IBAN ein, die Summe, einen Verwendungszweck und ein Startdatum sowie einen entsprechenden Rhythmus. All das bestätigen Sie mit einer TAN und kommen anschließend wieder in die Übersicht der Daueraufträge und über das Finanzstatussymbol wieder in die Kontenübersicht. Als letzte Grundlage für das Online-Banking schauen wir uns das elektronische Postfach an. Das finden Sie, indem Sie im Finanzstatus auf der rechten Seite auf den großen Briefumschlag klicken. Hier in Ihrem persönlichen Postfach finden Sie Ihre elektronischen Kontoauszüge, Mitteilungen der Sparkasse, Unterlagen aus Ihren Beratungen und persönliche Mitteilungen Ihres Beraters. Ein kleiner Tipp hierfür: Sie erkennen im Finanzstatus an der Farbe des Briefumschlages, ob Sie eine neue Mitteilung haben oder nicht. Leuchtet der Briefumschlag rot, haben Sie Post. Ist der Umschlag grau, ist keine neue Mitteilung gekommen. Das waren die Grundlagen des Online-Bankings in der Internetfiliale. Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, kontaktieren Sie gerne Ihren Berater oder das telefonische Kundenservice-Center. Wir helfen Ihnen gerne.